Hey zusammen und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Dieses Mal gibt es das Intro mal einfach auf den Ohren, dachte ich mir. Ich habe euch das Wochenende ein bisschen mitgenommen. Ich war zu Hause in der Heimat und hier seht ihr, wie wir noch mit unseren Hunden spazieren. Und ja, am Nachmittag bin ich noch zu einer Freundin rüber nach Dänemark gefahren. Das war richtig schön. Ich würde sagen, holt euch gerne was zu snacken oder zu trinken. Entspannt euch ein bisschen, genießt die Show und ganz viel Spaß euch. Ich war jetzt bestimmt 2,5 Stunden bei Mai. Es tat richtig, richtig gut. Kennt ihr das, dass wenn ihr Menschen lange nicht gesehen habt, und ich habe Mai bestimmt, glaube ich, 1,5 Jahre nicht gesehen, dass es trotzdem noch so ist wie vor 2 Jahren? Das habe ich mit einigen Leuten und das ist richtig, richtig schön. Das tat sehr gut. Wir haben irgendwie sehr gut connected und auch sehr viele so gleiche Themen gerade im Leben, die uns bewegen. Und das tat sehr gut. Jetzt habe ich aber richtig dolle Hunger, werde nach Hause fahren und mal schauen, was ich da jetzt irgendwie noch finde. Oder einfach einkaufen fahren. Und dann, was passiert heute noch? Gucken wir wahrscheinlich Fußball. Kaffee ist einfach gut, aber genauso habe ich hier auch mein Wasser. Ich bräuchte nicht noch mehr. Naja, egal. Also ihr Lieben, heute ist ja Sonntag schon. Gestern war Samstag. Oh mein Gott. Ich bin eventuell ein ganz bisschen verkatert. Von wegen Slow Weekend. Aber ja, also der Tag gestern war eigentlich richtig schön und entspannt, so wie man sich einen Samstag vorstellt. Oder ich mir den tatsächlich vorstelle. Ich habe am Morgen ein bisschen Sport gemacht und ich habe es richtig genossen hier. Also ich bin gerade ja zu Hause. Ich liebe es hier Sport zu machen, weil wir hier einen großen Fernseher haben, wo ich mein Workout mache. Wie mache ich das? Growing Ananas oder so. Ich habe die jetzt mal vor ein paar Wochen, sage ich mal, gefunden. A, liebe ich ihren zweiten Account total, weil sie einfach so in die Kamera spricht. Und man ihr Englisch sehr gut verstehen kann. Also falls jemand das lernen möchte oder so, oder sich das mehr vorgenommen hat auf ihrem Kanal, auf jeden Fall. Und ich mag ihre Workouts auch sehr gerne, weil die auch manchmal mit Gewichten sind und so. Und sowas haben wir halt hier zu Hause. Deswegen nutze ich das immer hier und mache dann sozusagen diese Art von Workouts immer hier. Das habe ich gestern Morgen gemacht. Und dann waren wir auch noch schwimmen. Also ich habe gleich 2 Workouts an einem Tag gemacht. Aber dadurch, dass das nicht so intensiv war mit den Gewichten, was heißt intensiv, also ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, man war nicht so krass ausgepowert, konnte ich dann noch gut schwimmen. Und das habe ich auch hammerlange nicht gemacht, weil ich trainiere ja aktuell für einen Halbmarathon. Der ist actually genau in 2 Wochen jetzt. Ich habe übelst viele Workouts in letzter Zeit gemacht, die halt laufen waren. Dementsprechend war das eine sehr gute Abwechslung so. Ganz kurz, interessiert euch das, wenn ich über Sport rede oder über meine Sportroutinen? Ich hatte nämlich mal überlegt, ein Video zu meinem Zyklus zu machen, wie ich damit trainiere. Das hatte ich jetzt schon wirklich seit 2 Monaten, seit 2 Zyklen vor. Ich habe es jetzt immer noch nicht gemacht, weil keine Zeit und dann aber auch nicht die Motivation. Deswegen würde es mich mal interessieren, ob euch das interessiert. Weil ich selber würde es auch gerne mal wissen, wie ich wirklich aktiv darüber nachdenke oder wie ich das mache, wenn ich mit meinem Zyklus arbeite. Also ich achte schon sehr darauf,
Aber, also ich höre dann einfach viel auf meinen Körper, aber trotzdem würde es mich übelst interessieren, dafür mal ein Video zu machen. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ich das interessieren würde. Und nach dem Schwimmen ging es dann auch eigentlich schon los mit Vorbereitungen, Schminken und so weiter. Kleid anziehen. Ich habe ein sehr, sehr schönes blaues Kleid. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber es war ganz toll. Und ja, der Abend war richtig schön. Also wow, ich habe gar nicht erzählt, was war. Sorry, falls ich hier ein bisschen durcheinander rede. Die Hochzeit von Pauls Schwester war von Stina und Torben. Und ich war auch noch nicht so vielen Hochzeiten. Dementsprechend war es auch ein bisschen was Neues. Und I mean, ganze Familie von Paul und so. Aber, also ich kenne die schon ein bisschen, so ist es nicht. Aber es war trotzdem mal wieder was Neues. Und ja, der Abend war richtig toll. Das Buffet war super. Die hatten eine Candy Bar. Da war ich, also ich war 24/7 an dieser Candy Bar, wirklich, es war so gut. Und wir haben viel gefeiert, wir haben viel getanzt und es war sehr, sehr schön. Deswegen ist heute aber auch eher so ein bisschen Slow Day, es regnet draußen auch. Ich habe meine Decke einfach mit aufs Sofa geholt, weil ich es irgendwie so viel gemütlicher finde. Jetzt werde ich noch einen Film gucken. Jetzt habe ich hier meinen Kaffee gemacht. Oh, wir haben ja auch einen Vollautomaten zu Hause. Das finde ich auch ganz super. Obwohl, wenn ich groß bin, also ich sag das immer so, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, was ich eigentlich schon bin, möchte ich auch eine richtig geile Siebträgermaschine haben bei mir zu Hause. Auch wenn ich mit meiner Senseo-Kaffeemaschine richtig happy bin. Falls euch interessiert, was für eine Art von Modell, ich habe euch mal einen Link rausgesucht, der ist hier in der Infobox. Das ist leider nicht genau die, weil die ich habe, die war mal im Angebot bei Penny. Ich glaube vor 4 Jahren oder sowas. Und ich weiß gar nicht, ob sie dieses Modell noch haben. Aber generell so bei Penny oder den ganzen Discountern gibt es ja immer mal so Haushaltswarengeschichten relativ günstig. Und daher haben wir die Kaffeemaschine. Also mit der bin ich ziemlich happy, weil ich es auch cool finde, dass ich da meinen eigenen gemahlenen Kaffee sozusagen verarbeiten kann. Aber hier einfach nur auf den Knopf drücken, fertig. Ist auch schön. Kann man auch einfach mal haben. So, und für den Rest... Ja, werde ich, wie gesagt, jetzt den Film gucken. Ich habe so ein Ritual mit mir selber, ist voll süß eigentlich. Dieser Film hier, Wenn Liebe so einfach wäre, das ist so ein altertümlicher Film, wenn ihr so Notting Hill gut findet oder mit Julia Roberts solche Filme, so ein bisschen älter halt sozusagen, dann würde euch dieser Film auch sehr gefallen. Den gibt es leider nicht irgendwo zu streamen, das habe ich eben nochmal geschaut. Den haben wir hier legit einfach auf DVD, das gibt es noch. Und da wir hier halt auch einen Fernseher haben, ich habe nämlich zu Hause auch keinen Fernseher, weil ich brauche keinen Fernseher. Aber hier hat man so dieses Surrounding und ich mache das ungefähr einmal im Jahr, dass ich diesen Film gucke. Meistens im Sommer, weil er einfach auch sehr sommerlich ist. Und diese Routine werde ich jetzt beibehalten. Und für den Rest weiß ich nicht, was heute passiert. Ich glaube einfach mal chillen. Chillen und sein. Und heute Abend gehe ich mit Paul ins Kino. Wir gucken, Alles steht Kopf 2. Da freue ich mich auch schon sehr doll drauf. Weil das ist so ein richtig schöner Kinderfilm. Und der erste Teil ist, glaube ich, rausgekommen, als ich so alt war wie die Protagonistin, also wie Riley, so heißt die. So 12, 13 oder so. Okay, vielleicht war ich ein bisschen älter. Vielleicht 14, 15, keine Ahnung. Aber jetzt ist so 10 Jahre später der nächste Teil raus. Und ich bin ja auch erwachsen geworden. Und falls ihr diesen Film kennt, das ist legit ein Kinderfilm. Dann geht es jetzt auch darum, dass sie auch erwachsen wird sozusagen oder in die Pubertät kommt. Und das ist irgendwie ganz schlau gemacht von den Leuten, die das da gescriptet und was weiß ich nicht haben. Weil die Leute, die es beim ersten Teil geguckt haben, sind jetzt auch größer. Versteht ihr, was ich meine? Wow, was für eine unnötige Information. Aber gut, ja, ich werde jetzt diesen Film gucken und einfach sein. Ich weiß noch nicht, was ich hier noch mitnehme und mitfilme. Wir werden es nachher herausfinden. Vielleicht mache ich mir auch einfach mal demnächst Frühstück. Wäre auch eine gute Idee. Gesagt, getan. Ich habe mir dann endlich auch mein Frühstück gemacht. Hier seht ihr, was ich auf meinem Brot so drauf hatte. Ich wollte es auf jeden Fall süß und salzig haben. Dann habe ich den Film zu Ende geguckt und am Nachmittag bin ich tatsächlich doch noch joggen gewesen, weil in genau 2 Wochen ist ja mein Halbmarathon, da hat Paul mich ein bisschen unterstützt. Und zum Abend gab es Curry. Ich kann euch hier mal kurz sozusagen das Rezept einblenden, wie ich den Tofu gemacht habe. Das habe ich nämlich so noch nie gemacht. Es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja, und am Nachmittag habe ich einfach ein bisschen die Ruhe, die Sonne und die Natur genossen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, dass es euch gut geht. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Tschüss!